Keiner von euch hat sich wie ein Spieler einer Mannschaft verhalten. Ihr habt allen geschadet. Und zwar schon, als ihr angefangen habt, euch zu schlagen. Und ihr wollt Profispieler werden? Das macht nicht den Eindruck. Ich habe das Gefühl, als hättet ihr nichts gelernt. Überhaupt nichts. Francisco, ich wollte... Nein, ich will nichts mehr hören. Und jetzt geht alle duschen. Ja, alle. Bitte entschuldigen Sie. Nein, bei mir musst du dich nicht entschuldigen, sondern bei deinen ganzen Mitspielern hier. Und? Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber sowas darf auf keinen Fall mehr vorkommen. Und wir brauchen alle beide. Ja, aber nicht so, Vito. Nicht so. Hallo, Diego. Entschuldige, dass du warten musstest. Aber wieso so geheimnisvoll? Wieso treffen wir uns hier? Ich wollte dir gratulieren. Ihr habt großartig gespielt. Vielen Dank. Um ehrlich zu sein, hatten wir ganz schönes Glück, als wir uns für die Strategie entschieden haben. Und die Spieler haben das Übrige dazu getan. Dir entgeht wirklich nichts, Felix. Also erzähl mal, wie geht's dir so bei den Adlern? Weißt du, ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft etwas zu klein für dich ist. Mir scheint, Diego, dass du mir was vorschlagen willst. Also tu es jetzt, ansonsten... Vielen Dank für die Glückwünsche, Zeit ist Geld. Nein, ich wollte dir nur sagen, ich finde, du machst deinen Job ausgezeichnet. Weißt du, ich glaube, wir zwei werden es noch weit bringen. Außerdem scheue ich keine Unkosten, wenn ich was erreichen will. Um ehrlich zu sein, geht es mir sehr gut bei den Adlern und sie sind ziemlich erfolgreich. Ein Wechsel wäre nur sinnvoll, wenn ich mich verbessere. Sonst wäre es eine schlechte Entscheidung, meinst du nicht auch? Na schön, denk einfach nochmal in Ruhe darüber nach. Und wir reden später. Na gut. Und dein Vater, wo ist er? Vergiss meinen Papa. Der wird nicht kommen. Er hasst Niederlagen. Das sind für uns ähnlich. Wir verlieren nicht gerne. Tut mir leid, Abuela. Du bist extra hergekommen und ich spiele das schlechteste Spiel meines Lebens. Von welchem Spiel sprichst du? Ich bin wegen meines Enkels hier. Dich zu sehen, das ist wichtig. Was hat der Trainer gesagt? Er ist echt sauer. Er wollte nichts hören. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Aber ja, ich hätte mich unter Kontrolle haben müssen. Es war mein Fehler. Ja, ich muss zugeben, es war blöd, was ihr gemacht habt. Wieso zeigst du mir nicht mal das Institut? Hä? Willst du es sehen? Ja, natürlich. Ich will doch wissen, wo du wohnst, Gabito. Hm? Na gut, und du? Ich kenne das Institut schon, Gabito. Aber ich sehe mir gern die Cafeteria an. Die Jungs haben mich eingeladen. Ah, sieh an. Okay. Aber eins kann ich dir sagen, meine Abuela kocht viel besser. Ganz bestimmt, hundertprozentig. Drei Generationen, hä? Drei Generationen erfolgreicher Torhüter. Und bei dir sah es aus, als hättest du keine Hände. Aber ich trainiere... Du hältst das für einen Witz, ja? Ich hatte es nicht verändert. Doch, das tust du. Hör mal, Rafa, ich in deinem Alter habe solche Bälle gehalten. Und zwar genau solche wie heute. Ohne jedes Problem. Ich weiß, das erzählst du immer. Zum Glück waren deine Brüder nicht hier. Die hätten dir ganz schön was erzählt, wenn sie gesehen hätten, was für ein Desaster du im Tor gewesen bist. Und ehrlich gesagt, möchte ich sowas nie wiedersehen. Papa. Nein, wirklich nicht. Papa, was? Papa, was? Ich weiß, was du sagen willst. Ich hab dich auch sehr lieb. Aber offen gesagt, Hand aufs Herz, gibt es Momente, da denke ich, das Einzige, was uns verbindet, ist unser Nachname und nichts weiter. Wenn du weiter so spielst wie heute, wirst du nie so ein Torwart werden, wie ich es war. Niemals. Weißt du, was... Musst du immer so viel reden. Du redest zu viel. Rede weniger und trainiere etwas mehr. Hä? Und wer weiß, vielleicht wirst du dann noch ein anständiger Torwart. Hä? Also, dein Großvater wartet. Und grüß Mama von mir. Tja, das hier ist mein Zimmer oder auch meine Höhle. Entschuldige, Abuela, ich hatte keine Zeit aufzuräumen. Ich heb das nur mal schnell auf. Ja, also wirklich, Gabo, bitte, schlaft ihr hier oder lagert ihr hier Zwiebeln? Es riecht. Ja, nach Zwiebeln. Ja, ich erzähl's dir nachher, ist eine lange Geschichte. Na gut, hier. Also wirklich. Danke. Ganz ruhig, das wird sich sicher alles regeln lassen. Reg dich nicht auf. Du hast versucht, mit dem Trainer zu reden und er hat nicht zugehört. Dann musst du es noch einmal versuchen. Du weißt, alle machen manchmal Fehler. Wichtig ist nur, dass man es einsieht. Ja. Das war keine böse Absicht, Gabo. Wenn einer das weiß, dann doch wohl ich. Danke, ja. Abuela. Sieh mal, was ich hier habe. Was ist das? Mach es auf. Ein Foto von Mama? Mhm. Ja, ich möchte, dass du es hast. Da ist ja noch was.
Was ist das? Ein Ansteckpin. Dieser Pin gehörte deinem Papa. Was? Naja, du weißt ja, nach dem Tod deiner Mama ist es mir sehr schwer gefallen, ihre Sachen durchzugehen, aber seit du hier studierst in diesem Institut, fällt es mir ein bisschen leichter. Aber woher kommt das? Ich habe angefangen, ihre Sachen durchzusehen. Und zwischen den Sachen von Diana war der Ansteckpin. Woher weißt du, dass er von meinem Papa ist? Naja, ich habe ihn in ihrem Tagebuch gefunden. Und außerdem hat sie gesagt, er wäre von deinem Papa. Deswegen habe ich ihn mitgebracht. Ich dachte, es wäre schön, wenn du ihn hast. Danke.